Der große Tivoli hat eindeutig schon bessere Tage erlebt. Der Fehler auf der Anzeigetafel nahezu ein Sinnbild für eine verkorkste Saison bei Alemannia Aachen. Am 38. Spieltag empfangen sie die Sportfreunde Lotte. Die können ihrerseits den Klassenerhalt perfekt machen. Für Aachen geht es in erster Linie ums Einspielen für den Mittelrheinpokal. Unter der Woche reisen sie zum Viertelfinale nach Bergisch Gladbach. Die Generalprobe startet aber nicht vielversprechend, denn Lotte in Blau drückt von Beginn an. Leon Demay wird abgegrätscht, doch im Hintergrund steht Dino Bajric und der macht das 1:0 für die Sportfreunde in der 8. Minute. Es geht alles schief für Aachen, was schief gehen kann. Im Hintergrund liegt Seferings, der kann danach nicht weitermachen. Bajric freut sich trotzdem über sein zweites Saisontor. Dreimal dürft ihr raten, gegen wen er sein erstes erzielt hat. Genau, gegen Aachen im Hinspiel. Die Kaiserstädter sind vorerst zu 10 und Lotte nutzt das gnadenlos aus. Terzi auf Plautz und der macht nur 4 Minuten später das 2:0. Bei Alemannia Aachen steht Ersatzkeeper Celic im Tor, der fliegt am Ball vorbei, ist aber nicht der Hauptschuldige in diesem Fall. Dieser Pass geht viel zu einfach. Terzi legt auf Plautz und der macht sein zweites Saisontor. Und es kommt tatsächlich noch schlimmer für Alemannia Aachen. 3 Minuten später Plautz auf Menke. 15. Minute, 3:0 für Lotte. Die Partie scheint entschieden. Es ist das 6. Saisontor für Menke. Er ist der zweitbeste Torschütze im Team hinter Leon Demay. Ein Verteidiger macht sich ganz groß. Profitiert auch davon, dass der Vircevic ihn aus den Augen verliert und er es so ganz einfach hat. Lotte fährt danach einen Gang zurück, bleibt aber dran in der ersten Halbzeit. Es geht auch zu einfach. 2 Pässe und die Dreierkette ist ausgehebelt. Das ist Leon Demay, der scheitert am Außennetz, bleibt erstmal liegen, kann danach aber ohne Probleme weiterspielen. Es geht in die Pause. 15 Minuten brauchte Lotte, um jegliche Hoffnungen auf den ersten Heimsieg seit 5 Monaten zu zerschlagen. Der Blick auf die Anzeigetafel ist ein schwerer für jeden Aachener. Nach der Pause lässt es Lotte etwas ruhiger angehen. Aachen musste ein zweites Mal wechseln. Heinze hat sich verletzt, für ihn kam Batterilo. Lotte macht aber dort weiter, wo sie aufgehört haben. Terzi haut den Ball aber in die leeren Ränge. Die Kaiserstädter kommen so gut wie gar nicht nach vorne. Wenn, dann sind die Chancen eher dürftig. Dieser Kopfball von Damani ist die bis dato beste Gelegenheit für die Kicker vom Tivoli. Auch Lotte ist im Pokal gefordert. Nächste Woche Mittwoch reisen sie zum SV Lippstadt. Das Duell am Tivoli kann schon mal Selbstvertrauen liefern. Nächste Chance, ein einfacher Pass auf Aydinel, scheitert aber am Außennetz. Die nächste Chance folgt aber auf dem Fuß. Vandenberg mit dem einfachen Pass auf Aydinel. Celic pariert, Nachschuss Vandenberg. Das Außennetz rettet. Es ist Glück und auch das Können des Torwarts, was dafür sorgt, dass Aachen nicht noch höher zurückliegt. Dann kommen die Kaiserstädter selber. Rüther versucht es mit Schadensbegrenzung, bleibt hängen. Der Nachschuss von Müller ist sehr gefährlich, weil Brauer den Ball noch abfälscht. Die Null bleibt aber trotzdem oben stehen. Zumindest vorerst, denn Lotte lässt Aachen ein bisschen mehr kommen in der Schlussphase dieser Partie. Verleihe mit der sehr guten Flanke auf Batterilo. Die war nicht schlecht, doch der Kopfball ist kein Problem für Peitzmeier, nicht im geringsten. Seine Männer auf der anderen Seite des Feldes wagen nochmal einen Angriff und nutzen die sehr offene Dreierkette der Kaiserstädter. Azuana lässt aber nur die Banden im Stadion ordentlich wackeln. Nur noch wenige Minuten bleiben den Kaiserstädtern für ein kleines bisschen Schadensbegrenzung, aber sie zeigen, wie gut sie spielen können. Verleihe kann aber diese wunderbare Vorlage von Damani nicht vollenden. Die Chancenverwertung bleibt einfach schwach, so wie die komplette Saison über. Danach ist Schluss. Die Generalprobe für Aachen geht gründlich daneben. Auf der anderen Seite heißt es Klassenerhalt für die Sportfreunde. Deren Trainer Andy Steinmann hört ihr jetzt am Mikrofon bei Fabian Basdorf. Wir haben überragend in der ersten Viertelstunde unsere Chancen ausgenutzt und sind auch von Beginn an gefährlich vorne angelaufen. Das war der Plan. Das ist eigentlich der Plan in jedem Spiel, so um reinzukommen. Und dass wir uns dann dieses Mal so belohnen, das haben wir nicht oft gehabt. Das war top. Wir haben uns auch viele andere gute Torchancen rausgespielt und in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen nachgelassen, ein bisschen weniger gemacht, einen Schritt zu wenig gemacht, vielleicht zu viel in Situationen dann selbst eine Entscheidung getroffen, als anstatt einen mitzunehmen. Deswegen standen wir ein bisschen tiefer, aber ich glaube, dass wir zu Recht auch 3:0 gewonnen haben und nicht zugelassen haben. Und da ja, ist genau das, was wir uns für Aachen vorgenommen haben, nicht hinten irgendwelche
Dinger zu machen, die wir nicht können, sondern klar hinten rauszuspielen. Und das haben wir von der ersten bis zur 90. hingekriegt. Und so sieht Freude aus. Die Niederlage von Rot-Weiß Aalen im Parallelspiel bedeutet, es gibt für mindestens eine Saison weiter Regionalliga-Fußball am Lotter Kreuz.